Aber was wir auf jeden Fall wirklich mal besprechen müssten, vor kurzem, ja, was heißt vor kurzem? Es ist vor ein paar Stunden passiert. Es gab einen kleinen Zwischenfall. Und das Ganze ist in Belgien passiert. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich schon jeder von euch davon jetzt mitbekommen hat. Aber wir gucken uns dazu mal ein kleines Video an. Denn in Brüssel sind ein paar, in Anführungsstrichen, Fußballfans ein bisschen zu weit gegangen und haben Folgendes angestellt. Ja, das sind aktuelle Bilder, beziehungsweise vor nicht allzu langer Zeit geschehen in Brüssel, in Berlin, in Belgien. Und ja, ihr seht vielleicht, wenn ihr euch so ein bisschen das Klientel anschaut, das sind vielleicht nicht unbedingt Belgier. Das sind vor allem diese jungen Leute hier. Das sind Marokkaner, denn die Marokkaner haben in der WM gegen Belgien gewonnen. Und aufgrund dessen, warum auch immer, ob das dann glückliches Randalieren und Zerstören der Sachen ist, weiß ich nicht. Man sieht ja, die Leute haben ja gute Laune. Ist ja recht normal, dass wenn man ein Fußballspiel gewinnt, dass man dort dann auf jeden Fall Autos anzündet und so vor Freude. Das ist natürlich interessant. Und es gab natürlich auch den ein oder anderen Medienbericht zu diesem Vorfall. Und was hat denn das ZDF darüber geschrieben? Brüssel, Ausschreitungen nach WM-Spiel. Nach dem WM-Spiel Belgien gegen Marokko 0-2 ist es in Brüssel zu schweren Ausschreitungen gekommen. Die Polizei greift nach Angaben des Bürgermeisters energisch ein. Fußballfans haben in Brüssel nach der WM-Niederlage Belgiens gegen Marokko randaliert. 100 Polizisten waren im Einsatz. Der normale Leser und, was heißt normale Leser, also jeder, der das liest und die Hintergründe nicht kennt, liest sich durch. Fußballfans haben in Brüssel nach der WM-Niederlage Belgiens gegen Marokko randaliert. 100 Polizisten waren im Einsatz. Würde man sofort meinen, ja gut, die Belgier waren angepisst, weil sie gegen Marokko verloren haben und deswegen haben die Belgier dort randaliert. Das ist ja die Art und Weise, wie ZDF darüber berichtet. Ne, wunderschön, die eigentlichen Sachverhalte und die Realität lässt man natürlich außen vor. Und deswegen lässt man die Berichterstattung wieder mal so laufen, damit es in den eigenen Kram passt und damit der Frame auch wieder mal wunderschön sitzt. Vielen lieben Dank dafür, das ZDF. Aber wir haben natürlich auch noch andere Kaliber, und zwar die Sportschau. Die Sportschau hat natürlich auch berichtet. Krawalle in mehreren Städten nach Belgien, Niederlage. Polizei setzt Wasserwerfer ein. In Antwerpen feierten marokkanische Fans den überraschenden Erfolg ihres Teams und schlugen dabei vereinzelt über die Stränge. Diese kleinen Racker, die haben sich ein bisschen zu sehr gefreut. Es seien Feuer gelegt worden und Gegenstände wie Steine, Autospiegel und Eier auf Polizisten geworfen worden, berichteten die Tageszeitung Hetlaatse Nieuws auf ihrem Online-Portal. Wie in Brüssel hätte die Polizei auch in Antwerpen Wasserwerfer eingesetzt, hieß es weiter. Ja, das ist auch eine sehr schöne Berichterstattung. Da denkt man auch, ach, da waren ein paar kleine Racker, die einfach ein bisschen hier mit Stein geworfen haben. Ne, so eine kleine zweiköpfige Antifa-Gruppe oder so, die ein bisschen schlechte Laune hatte. Aber ich glaube, wir haben ja relativ gut gesehen, was das für ein Klientel war, was dort randaliert hat. Denn es waren tatsächlich einfach absolute Aufstände und ja, die Leute haben einfach Autos angezündet. Ihr könnt noch sehr viel mehr Videos sehen, wenn ihr das mal auf YouTube oder Twitter oder sonstiges mal raussuchen wollt. Da gibt es sehr, sehr viele Videos, die einfach öffentlich auch einsehbar sind.
das so krass ausgeartet, das Ganze. Die haben wirklich unzählige Autos in Brand gesetzt. Das ist krank. Und so feiert man einfach. So wird gefeiert. Ja. Und das ist quasi der Frame, wie in Deutschland, von der Party- und Eventszene. So wird das Ganze dann geframed. Ein paar Fußballfans, die das cool finden, dass sie gewonnen haben. Ja? Andersrum wird es dann aber, wie zum Beispiel hier vom ZDF, so dargestellt, als wären das die Belgier gewesen, die sich geärgert haben, dass sie gegen Marokko verloren haben. Sehr schön. Ja, vielen Dank für diese tolle Berichterstattung. Wieder mal richtig toll. Und so passt das auch wieder mal in den ideologisierten Kram. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Ey, yo, check. Dabba. Workaholics Drama. Disclaimer für euch, Heuchler, Dicker. Geh mal zum Psychiater. Du bist so ein guter Mensch, so woke und androgyn. Hast deine Talking Points vom ÖER, deshalb willst du die Grünen. Argumente, Fehlanzeige, frisst die rote Pille. Gabba Gandalf abonnieren, gib dir den Kick für deine Sinne.